Ach, okay. Nein, es war immer noch kein Albtraum. Ich bin wirklich hier. Naja, wenigstens haben wir jetzt ein wenig technische Infrastruktur, nachdem ich jetzt auch so einen Worktable gebastelt habe, der uns das Crafting hier am Anfang zumindest ein wenig weniger lästig machen sollte. Außerdem habe ich meinen Scouter neu konfiguriert. Ja, das sieht schon besser aus. Damit kann ich besser leben. Der hat auch was abgekriegt bei der Landung. Aber er funktioniert noch. So. Irgendwo versteckt sich hier ein Zombie im Untergrund. Ich weiß nicht, ob mir das passt. Aber solange er da unten bleibt, soll es mir recht sein. Ich glaube, ich sollte mal mit Extra Utilities weitermachen. Wo ist dieser Dreckszombie? Der ist nicht im Untergrund. Kannst du bitte mal sterben? Danke. Oh. Ich glaube, die schützen mich besser als die Faraday Leggings. Die sind zwar gut gegen Stromstöße, aber mit denen habe ich momentan noch nicht das Problem. Da dauert es noch ein wenig, glaube ich. Die packen wir mal beiseite derweil. Ja, das kann so nicht schaden. Gut, kein Wunder, dass der so lange durchgehalten hat. Ich war bei Extra Utilities stehen geblieben. Ich denke, da sollte ich auch weitermachen. Wir haben ein wenig Power, aber wir haben noch keine Grid Power. Und genau die werde ich für weitere Crafting-Rezepte in Extra Utilities brauchen. Grid Power bekommen wir erstmal von Hand. Ja, ich denke, das wäre der einfachste Einstieg. Legen wir damit mal los. Dafür brauche ich diese seltsame Kurbel. Wie ging die nochmal? Scouter, hilf mir aus. Wir hatten das Rezept hier irgendwo in dieser Liste. Ich weiß es genau. Genau, das hier brauchten wir dafür. Eines genügt fürs Erste. Und dann brauchte ich noch den Rest von diesem Ding. Na also, da haben wir das Ding ja. Manual Mill. Mir fehlt der Polished Stone. Polished Stone. Sollte nicht so sehr das Problem sein. Da brauchen wir nur ein wenig Stein dafür. Habe ich hier noch irgendwo Stein rumliegen? Nein, so überhaupt nicht. Na, das soll ja wohl mal nicht das Problem sein. Den schlage ich mir mal eben aus der Mine. Moment. Na also, das sollte doch fürs Erste genügen. Manual Mill. Was für ein kreativer Name für dieses Achievement. Du stehst im Weg. Besser. Damit kann ich mir nun ganz einfach Grid Power produzieren und die entsprechend verbrauchen. Nun denn, das Erste, worin wir diese Power investieren wollen, ist der Resonator. Den sollte ich ohne weiteres herstellen können. Wollen wir doch mal sehen. Ein Kohleblock. Das kriege ich auch noch hin. Kohle habe ich mittlerweile genug aus diesen verdammten Minen gegraben. So, gut. Dieses Ding kann ich jetzt sehr gut brauchen, um aus ein wenig Gold ein paar Speed-Upgrades herzustellen, damit die ganze Sache hier mal ein bisschen schneller funktioniert. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist erst eine Upgrade-Basis, es kommt noch mehr. Das ist ein guter Anfang. Aus dem Kram kann ich mir jetzt Speed-Upgrades basteln mit ein paar Redstone-Blöcken und Gold. Das ist zu machen. So verbraucht das Zeug natürlich auch mehr Power. Mal sehen, vielleicht kommen wir damit trotzdem ganz gut zurecht. Dieses Ding hier nimmt maximal 20 Upgrades.
wird anscheinend auch uneffizienter, aber schneller in der Produktion. Ich denke, das ist ein fairer Deal fürs Erste. Nun gut. Um meinen technischen Fortschritt hier vorantreiben zu können, werde ich früher oder später Legierungen brauchen. Und dafür brauche ich so einen Alloy-Smelter. Der funktioniert zum einen genauso wie ein Furnace, zum anderen kann er aber auch noch mehr. Jetzt stehen wir vor dem Problem, dass das Ding Energie braucht und ich möchte nicht alles nur um diesen einen Generator herum platzieren, so wie das wer auch immer dort hinten in dem großen Haus wohnt, gemacht hat. Wie noobig wirkt das denn? Ne. Stattdessen will ich da eine Energieleitung basteln. Ach nein, ich hatte ganz vergessen, das ist von gestern. Wir haben heute bessere Technologie. Was ich brauche, ist eine solche kabellose Batterie und einen Sender dafür. Wir sollten fast alles dafür haben. Ich brauche mehr Polished Stone und den muss ich dann weiter verarbeiten in diesem Resonator hier. Wollen wir doch mal sehen, das kann eigentlich nicht weiter schwer sein. Ich werde noch mehr Polished Stone produzieren müssen, aber das kriegen wir hin. Gut, das soll fürs Erste genug Stoneburnt sein. Wollen wir mal sehen. Ich habe Redstone Crystal, aber ich habe keine Redstone Blöcke hier drin. Gut, kein Problem. Sehr gut. Überträgt RF-Energie von Batterien zu Blöcken in der Nähe. Oh, und es benötigt Grid Power. Ah ja, in Ordnung. Das heißt, um diese Batterie mit der kabellosen Übertragung betreiben zu können, muss ich zuerst eine Grid-Power-Erzeugung finden, die ich nicht ständig kurbeln muss. Das nervt nämlich. Okay. Wie platziere ich dieses Ding nun am besten? Wie hätte ich das gern? Ich würde sagen, es ist Zeit, diese Geräte hier ein wenig beiseite zu schaffen. Der kann auch nochmal weg. Ich muss hier ein paar Sachen etwas umstrukturieren. Dann werde ich hier die Batterie anbringen. Und darauf einen Transmitter. Die Maschinen kann ich nun an den anderen Seiten des Raumes anbringen. Nun gut. Der Scouter zeigt mir an, dieses Ding ist voll. Aber um die Übertragung betreiben zu können zu diesen Maschinen, brauchen wir nun automatische Grid Power. Am liebsten erzeuge ich die über Wasser, das ist am effizientesten, mit Hilfe dieser Watermill hier. Dafür werde ich zwei weitere Redstone Gears gebrauchen. Die sind hier mittlerweile gelöscht, aber das ist nicht weiter schlimm. Dann brauchen wir Stoneburnt, den haben wir noch. Und die letzte Zutat war Resonating Redstone Crystal, den haben wir ohnehin schon. Ich will mal sehen, dieses Ding hier speichern wir mal ein. Ich will mal sehen, wie weit ich hier noch komme. Ich bekomme noch nicht einmal zwei zusammen, aber ich kann noch mehr Redstone-Fackeln herstellen. Dann sollten wir mehr Redstone-Gears herstellen können. Außerdem brauche ich mehr Stoneburnt. Ja, da steht ein wenig Arbeit vor mir, aber alles halb so schlimm. Ich werde noch ein wenig mehr vom Cobblestone braten müssen. Und dafür muss ich wohl oder übel dieses Gerät noch einmal in Nähe des Generators rücken. Ja, das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Sehr, sehr eigenartig. Irgendetwas läuft hier falsch. Ich weiß aber nicht was. Aus irgendeinem Grund. Ich brauche weiterhin Grid Power, um die zu beschleunigen. Ja, es wird definitiv Zeit, dass ich Grid Power erzeuge. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Nun gut. Mit stolzen 4 dieser Watermills sollten wir ein Stück weit kommen. Den Kollegen habe ich gerade nicht gebraucht. Nun gut, solange es nur so einer war. Wir brauchen hierfür vor allem Wasser.
in Form nicht so sehr von Quellblöcken, sondern von fließenden. Aber das bekommen wir hin. Ich erinnere mich, dass der Trick an diesen Watermills war, dass wir an allen Seiten maximal hohes fließendes Wasser haben müssen. Das erreichen wir durch diesen folgenden kleinen Kniff. Wir graben 4 Löcher außenrum. Die Erde behalte ich mal. Und packen dann in jede Ecke einen Quellblock Wasser. Ich hätte an der Stelle gerne eine unendliche Wasserquelle hier oben. Das würde mir die Sache dann doch ein ganzes Stück einfacher machen. Das sollten wir doch ohne weiteres hinbekommen. Jawohl, schon besser. Dieses Ding erzeugt nun maximale 16 Grid Power. Nun können wir diesen Mechanismus stapeln. Das ist das Schicke daran. Oder nebeneinander packen, aber ich möchte das gerne tatsächlich übereinander anbringen. Wollen wir doch sehen, ob das nicht machbar ist. Wenn wir das so aufbauen und nun hier abermals. Nein, wir müssen noch eines nach oben. Und jetzt muss ich um diese Blöcke hier ein Gehäuse bauen. Dafür muss ich mal eben ein paar mehr Blöcke holen. Gut, nun sollte uns das Wasser hoffentlich nicht mehr überall hinfließen, sondern nur noch dahin, wo es hin soll. Jawohl. Und das ist um diese Maschine herum und nirgendwohin sonst. Ich möchte hier Glas anbringen und den Cobblestone durch Glas ersetzen. Das würde einfach schöner aussehen. Aber das werde ich im Nachhinein tun müssen. Zuerst brauchen wir einmal Grid Power. Diese 32 Grid Power insgesamt sollte genügen, um die nötigsten Mechanismen anzutreiben. Deswegen werde ich tatsächlich mit dem Rest noch ein wenig warten und ein wenig Geduld haben. Hauptsache, ich kann weiterhin schmelzen hier unten und die Apparate laufen. Ich denke, es sollte sogar genügen, um die kabellose Energieversorgung anzutreiben. Wir sehen, es zeigt uns Grid Power an. Sehr gut. Wir nehmen das hier einmal ein wenig auseinander und bringen das wieder so an, wie ich es vorhin haben wollte. Soweit sieht das schon mal gut aus. Der Generator läuft. So. Ich habe noch ein wenig Erz. Sehr gut, das funktioniert. Wir haben also einen Energietransport von hier nach hier ohne irgendwelche Kabel. Und auch dieses Gerät hier hat begonnen, sich aufzuladen. Also ist unser Prozess hier komplett funktional. Sehr schön. Hier sehen wir noch keine Aufladung, aber nun ist es losgegangen. Perfekt. Das heißt, wir haben eine funktionierende Grid-Power-Versorgung und dieses dämliche Ding werden wir hoffentlich niemals wieder brauchen. Wie gesagt, ich möchte Glas als eigentliches Gehäuse für die Grid Power Erzeugung verwenden. Wir haben aber noch gar keinen Sand oder zu wenig. Mit Hilfe dieses Crushers sollten wir aber durchaus in der Lage sein, mehr Gravel und Sand herzustellen. Ich frage mich, ob wir nun in der Lage sind, diesen Prozess zu beschleunigen. Ja, sind wir. Das ist hervorragend. So funktioniert die Sache schon deutlich schneller. Na, an Strom mangelt es uns nicht, deswegen würde ich noch etwas... Nein, wir haben einen Verlust, okay. Also ist es sinnvoll, hier tatsächlich auch Upgrades einzubauen. Vor allem brauchen wir aber natürlich wieder mehr Brennstoff. Das sieht gut aus, wir können sogar eines einsparen. Gut, gut. Wir erzeugen Sand, wir erzeugen Gravel, das gefällt mir hervorragend. Ich hätte noch gerne eine Sagmill zusätzlich zu diesem Crusher. Sie führt eigentlich die gleiche Aktion aus, aber kann noch ein wenig besser geupgradet werden, um effizienter zu laufen. Wir wollen mal sehen, ob ich dazu nicht in der Lage bin. Wir werden
eines dieser Dinger brauchen. Das war's auch schon. Perfekt. Nun haben wir auch eine Sägemühle. Die lädt sich auch mit Energie auf und wir können sie ebenfalls direkt antreiben. Effizienter gestalten können wir die Sägemühle zum Beispiel, indem wir Flint hineinlegen. Später auch andere Materialien, wenn wir sie dann haben. Das beschleunigt den Prozess schon maßgeblich. Wir sehen, dieses Ding ist wirklich schnell. Sogar noch schneller als dieser upgradete Crusher, denke ich. Das sieht jedenfalls alles sehr gut aus. Wenn wir dann genügend Sand haben, hier entsteht auch Flint, das ist sehr, sehr praktisch. Wenn wir dann genügend Sand haben, werde ich den hier und hier zu Glas schmelzen. Ich denke, ich werde sogar nur den Alloy Smelter verwenden, denn wir können damit Quite Clear Glass von Extra Utilities herstellen, das besonders klar und durchsichtig ist. Ich denke, das wäre besonders schön. Natürlich haben wir aus dem Cobblestone erst einmal vor allem Gravel erzeugt. Wenn wir den aber nochmals mahlen, sollte sehr viel mehr Sand das Resultat sein. Exakt so muss das aussehen. Jawohl. Wir sollten im Modus All Smelting Clear Glass erzeugen können. Wollen wir doch mal sehen, was hier das Resultat ist. Normales Glas. Möglicherweise muss ich dann auf Alloys Only schalten. Sehen wir uns das mal noch einmal an. Das gefällt mir nicht. Irgendetwas muss ich hier umkonfigurieren. Ich hatte mich getäuscht. Tatsächlich war der Prozess zur Herstellung von Quite Clear Glass der folgende. Ich muss bereits fertiges Glas in diesen Alloy Smelter legen. Das ist aber kein großes Problem. Ich schmelze nun einfach im Furnace Sand zu Glas und dann packe ich dieses Glas direkt hier oben rein und lasse es hier zu Quite Clear Glass werden. Ich bin gerade etwas erschrocken, weil mir mein Brennstoff ausgegangen ist, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich hier beim letzten Mal angefangen habe, Kohlekoks zu brennen. Um weiter Kohlekoks herstellen zu können, werde ich dieses Creosote Oil aus diesem Coke Oven rausleiten müssen. Aber fürs Erste sollen mir diese 24 Coal Coke absolut reichen, um ein wenig weiter den Generator anzutreiben. Ah, es funktioniert nicht. Nun funktioniert es. Offenbar werde ich einiges mehr an Grid Power produzieren müssen, bevor ich diesen Coal Coke für richtig verbrennen kann. Aber das soll mir recht sein. Ich habe hier draußen schon ein wenig weitergebaut. Und ein wenig mehr davon ist auch schon zur Hand. Perfekt. Dann werde ich dieses Ding einfach noch ein wenig weiter aufstocken und sicherstellen, dass ich auch die maximale Grid Power erzeuge. Ja, das sieht gut aus. Dann erhöhen wir dieses Ding mal weiter. Gute Nachrichten. Ich habe die ganze Sache zum Laufen gekriegt. Das läuft gerade nur deshalb nicht, weil sämtliche Speicher voll und die Maschinen aktuell nicht im Betrieb sind. Zum Test. Jawohl. Das funktioniert tatsächlich und erzeugt schnell Strom aus Coal Coke, die lange hält. Warum? Wie hat das Ganze funktioniert? Erstmal einfach dadurch, dass ich erkannt habe, dass ich diesen Turm total falsch gebaut hatte. Naja. Tatsächlich musste ich eine trennende Schicht zwischen die einzelnen Wasserläufe und die dazugehörigen Watermills packen. Dadurch funktioniert die Sache nun richtig gut. Nun sieht das Ganze aber leider sehr viel übler aus als vorher und da muss ich was dagegen machen. Ein paar undurchsichtige Blöcke später gefällt mir die Sache schon sehr viel besser. Ich habe Stoneburn verwendet. Netter Nebeneffekt, schicke Connected Textures. Falls mir das dann noch zu wenig sein sollte, kann ich später immer noch nach oben und unten um einen Block erweitern mit dem Stoneburn. Ja, das gefällt mir recht gut. Ich würde sagen, damit wäre das Tagwerk für heute beendet. Stromerzeugung mit Transport verbessert. Check. Upgrades für Maschinen. Check. Coal Coke zur Energieerzeugung.
Ebenfalls. Check. Das läuft alles richtig gut. Der technologische Fortschritt hat Einzug gehalten, wie ich das wollte. Und wir haben auch eine Grid-Power-Erzeugung, die sich sehen lassen kann. Ja, ihr Lieben. Und ich würde sagen, das war's dann wieder für heute mit Das Flop. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir macht das sehr viel Spaß, hier weiter in die Technik einzusteigen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei Das Flip, Das Flop, Das Flip-Flop auch das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut, haut rein und bye bye.